Damit herzlich willkommen, liebe Leute, zum heutigen Halloween-Video. Ja, heute gibt es mal ein etwas anderes Spiel, und zwar September the 7th. So spricht man es, glaube ich, aus. Also der 7. September. Ja, wir haben heute nicht den 7. September, sondern den 31. Oktober. Aber ich dachte mir, heute an Halloween machen wir mal was Besonderes, sonst habe ich ja immer die Horror-Let's Plays jetzt zu laufen. Aber dieses Jahr spielen wir mal an Halloween ein Horrorspiel, was nur heute gespielt wird. Ich dachte, wir spielen vielleicht ein etwas längeres Spiel und wir spielen es nur an. Aber das ist auch blöd. Nur anspielen und nicht fertig spielen. Deswegen habe ich mal ein Horrorspiel rausgesucht, was ein bisschen kürzer ist. Online steht bis zu 40 Minuten geht's. Ich müsste mal hier die fertige Auflösung noch einstellen und sowas. Oh, ich weiß immer nicht, was die ist. Ich glaube, ist das 4K schon? Ich glaube ja. Das ist, glaube ich, meine. Ich schäme mich, dass ich das immer nicht weiß. Ja, jetzt ist das Bild zu groß. Ich muss das mal ganz kurz optimieren. Mich schon gewundert, warum das Bild hier in der Aufnahme so klein ist. Was ist eigentlich Vollbild? Achso, okay. Jetzt habe ich es so eingestellt. Wir machen, glaube ich, schon mal Vollbild rein. Ja. Ich denke mal, passt alles. Ich weiß nicht, ob der Ton zu laut ist. Wir können ja ein bisschen leiser noch machen. Ich habe halt noch nichts von dem Spiel gesehen. Ich habe es nur gegoogelt, weil ich brauchte schnell ein kurzes Horrorspiel. Das kam daraus und deswegen dachte ich, spielen wir das. Ist so ein bisschen, ja, spielt an Weihnachten im Jahr 2009. Und mehr weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen gruselig. Ist aber so ein Walking Simulator. Also wir laufen eigentlich fast nur durch. Also mal gucken, was uns erwartet. Keine Ahnung, ob auch Controller funktioniert. Okay, er funktioniert. Am Menü hat er nicht geklappt. Okay. Was ist denn das hier? Du, 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 du. Muss ich mein Spiel weiterspielen? Okay. Okay. Ja, die Steuerung wird mir nur in Tastatur angezeigt, ist blöd. Also in Maus und Tastatur. Ein paar Stunden zuvor. Wird bald regnen, wir müssen nach Hause gehen. Er spielt übrigens ganz viele Achievements, also. Wenn ich für jedes Kapitel 1. Dima, 19 Uhr. Sieh deine Aufgaben an. Ja, jetzt ist die große Frage, wie ich das alles mache. Weil ich die Steuerungen nicht kenne. Muss nach Hause. Also es geht auf Tastatur und so. Auf Controller. Aber die Steuerung wird mir halt nur in Maus und Tastatur angezeigt. Naja. Das Schöne ist wenigstens, nach der Folge darf ich Call of Duty aufnehmen. Wir befinden uns also in Russland. Ja, okay. Ich dachte, wir schauen uns ein bisschen um. Keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Aber die Atmosphäre ist doch gar nicht so schlecht. Ich finde auch dafür, dass das Spiel, also ich habe es für 1 Euro jetzt, nicht mal 1 Euro, ich glaube 80 Cent waren es oder so gekriegt. Weil es im Sale ist, sonst kostet es 5 Euro ungefähr. Ja, es geht doch dafür eigentlich. Können wir hier rennen oder sowas? Okay, das ist Shift. Das ist unser Zuhause. Oh, das ist dieser Bär aus dem Meme. Was ist denn hier los? Wasser zu laufen hier, der Keller. Sieh deine Aufgaben an. Anja meinte, sie haben mir eine Überraschung an der Tür hinterlassen. Also muss ich nach einer Überraschung gucken. Weiß ich nicht mehr, wo ich wohne oder was? Hallo? Geht's Ihnen gut? Okay, die ist scheinbar nur, wenn man da oben ist. Junge Frau,
Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Jumpscares, weil ich bin gerade alleine auch zu Hause. Ohne Katze. Ich will keine Angst haben. Okay, eine Katze. Ist doch schon mal was Schönes. Warum muss ich denn immer Horrorspiele spielen? Das ist wohl die Überraschung. Ja, ich denke mal auch. Anja plus Dima. Ach, wir sind Dima. Okay. So eine schöne Zeichnung. Kann ich mich nicht bewegen? Ach so, er lädt. Ich weiß auch nicht, also, ob die Story gut ist oder so. Papa schaltet den Strom in der Wohnung aus. Macht das Licht in der ganzen Wohnung an. Fängt ja schon super hier an. Was war denn das? Überprüfe das Geschenk. Oh, ich dachte, Weihnachten ist doch hier schön. Kommen ja langsam alle in Weihnachtsstimmung. Ist ja schon bald. Bisschen depressiv hier alles. Deswegen kann man ja auch mal ein bisschen spielen, wa? Aber warum ist da Blut dran, ne? Oh. Was ist denn das, Mensch? Ist das ein Elf? Ablehnen, den wollen wir nicht. Was für eine hässliche Puppe, woher hat sie die? Würde ich auch gern wissen, woher sie die hat. Können wir jetzt entscheiden, wo wir lang gehen, oder ist eine feste Route? Gibt schon immer eine feste Route. Ganz schön dunkel hier. Oh, nicht auf Englisch übersetzt. Wir leben hier seit 3 Wochen. Nicht auf Deutsch übersetzt. Ist noch im Englischen, so. Eieiei. Aber dafür bin ich ja da, dann übersetze ich euch das. Musik läuft ja auch schon. Aber wirklich eingeräumt ist das ja auch nicht. Meine Mutter träumte immer davon, Musik zu unterrichten. Aber meine Großmutter zwang sie, Medizin zu studieren. Papa kaufte ihr zum Geburtstag ein Klavier. Mama war so glücklich. Sie konnte es einfach nicht zusammen mit der Wohnung verkaufen. Die Zeit reicht ja gerade so zum Durchlesen. Ein bisschen kaputt ist hier die Bude. Das Spiel ist übrigens ab 16, also krass stelle ich es mir nicht vor. Wir wollen die Zeit aber hier nicht vergeuden, weil, wie gesagt, ich will alles in einer Folge heute machen. Ich werde meinen Rucksack aussortieren. Die erste Woche an der neuen Schule ist heute zu Ende gegangen. Jetzt gehe ich mit Anja in dieselbe Klasse, was mir ein gutes Gefühl gibt. Ich muss ja wirklich flott hier lesen. Das ist ja unglaublich. Aber ein bisschen Mucke aus hier. Ich muss entscheiden, was wir für Musik machen. Wir machen hier mal ein bisschen schöne Musik an. Warum laufen wir eigentlich mit dem Feuerzeug rum? Haben wir nicht irgendwie eine Taschenlampe oder sowas? Pack den Rucksack aus. Das habe ich ganz vergessen. Ich war jetzt so mit dem Radio beschäftigt. Ich gucke wieder, ist hier YouTube am 16. Prüfe die Bücher auf dem Tisch. Das Internet funktioniert wieder nicht gut. Ach, das kenne ich. Da sind wir ja im selben Club. Welche Bücher denn? Auf dem Tisch oder was? Oh, jetzt ist der PC sogar ausgegangen. Ein Scheiß. Anja und Dima. Dima, ich bin so froh, dass wir beide an der gleichen Schule studieren und nebeneinander wohnen. Wir hatten einen tollen Sommer und ich wollte mich gar nicht so tr sehr trennen. Ruf mich heute um 22 Uhr an. Papa wird um diese Zeit das Haus verlassen haben. Dann können wir reden. Meine Mutter hinterlässt normalerweise Zettel an den Kühlschrank. Ich sollte nachsehen, dann rufe ich Anja an. Also ein bisschen verbotene Liebe hier, oder was? Sieh dir die Liste der Aufgaben auf dem Kühlschrank an. Oh! Dieser Wohnung ist die Verkabelung defekt. Das Licht geht ständig aus. Ich wollte gerade sagen,
Es wäre ganz schön, wenn ihr euch das Video anschaut, damit ich mich hier nicht umsonst grusel. Sieh dir die Liste der. Achso, ja. Also, ja. Gerne anschauen. Möchte das hier nicht ja, umsonst getan haben. Auch gerne selber spielen das Spiel, falls ihr wollt, aber ich glaube, das trauen sich die meisten immer nicht. Horror angucken, muss ich auch immer sagen, geht immer voll, klar. Aber dann selber spielen. Aufgaben von Papa. Erstens das Sofa aufräumen, zweitens das Geschirr abwaschen, drittens das große Zimmer aufräumen, viertens die Küche aufräumen, fünftens bring den Müll raus. Ich will mich nicht umdrehen. Dima, Papa und ich machen uns große Sorgen um dich. Aber versteh doch, das ist nichts weiteres als eine neue Schule. Das machen viele Leute durch. Dad möchte, dass du uns hilfst, den Umzug schneller zu bewältigen. Können wir morgen reden, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme? Okay, Mama, ich helfe dir. Richte das Sofa und den Sessel im Wohnzimmer auf. Was macht er denn jetzt hier? So, machen wir mal ordentlich hier. Spül das Geschirr ab. Was ist denn hier die ganze Zeit los? Ist der dicke Nachbar schon wieder über uns, oder was? Nichts gegen den dicken Nachbar. Hallo? Du Scheiße, was ist denn mit dir los? Ja, wir beachten das gar nicht. Wir machen den Abwasch, wie es uns befohlen wurde. Итак, я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогер. На 2 секунды, как ты можешь читать? Маус, я не понимаю ни слова от вас. Я хочу тебе ударить. Geht automatisch aus, okay. Räum das Wohnzimmer auf. Wo ist die Puppe eigentlich hin? Ach du Scheiße, was ist das denn? Hallo, ich muss aufräumen. Oh, jei. Jei. Was zum Teufel ist mit diesem Schalter los? Ich werde das Licht einschalten. Ich glaube, du kommst hier nicht mehr raus. Wer klopft denn jetzt hier? Meine Herren. Was ist das denn? Och Mann, warum muss ich mir sowas antun? Oh, meine Herren! Oh, was war denn das? Oh, ich hoffe, euren Ohren geht's noch gut. Witschka. Ey, da habe ich mich gerade zu Tode erschrocken. Ich glaube, ich sterbe hier noch bei der Aufnahme an einem Herzinfarkt oder sowas. Nimm einen Besen. Ja, ich nehme sofort einen Besen. Oh, ist nicht Philips, sondern Schillips. Die Sanktionen sind scheinbar im vollen Gange. Was muss ich jetzt machen? Räume das Wohnzimmer auf. Warum bin ich überhaupt allein zu Hause? Säubere die Küche. Meine Herren, ich will das nicht mehr. Jetzt schon Angst. Mach doch hier meine Aufgabe. Ich bin doch ein guter Bürger. Bleibt nur noch den Müll rauszubringen. Oh, meine Güte. Wo ist der Müll? Wo ist der Müll? Ich kann hier heute Abend gar nicht schlafen. Verschissene Puppe, hau ab! Mir das Leben hier zur Hölle. Ich sollte diese blöde Puppe wegwerfen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Renn einfach oder so. Verlasse die Wohnung. Ja, was wird hier nur auf mich warten? Ich will es gar nicht wissen. Aber so lange kann das Spiel gar nicht mehr dauern. Boah,
Nee, ich bringe den Müll raus und komme nach Hause. Könnte ich bei den Nachbarn klopfen, dass sie mir irgendwie helfen oder so? Die Polizei anrufen oder sowas? Ist ja gruselig. Es tut mir wirklich nochmal leid für den Jumpscare vorhin. Hey, du Witschka. Hätte ich gedacht, dass das Spiel doch so gruselig ist. Vielleicht war das auch nur unsere Nachbarin. Kann ja auch sein. Wo ist der Müll-Dingsbums? Wo ist denn hier der Abfalleimer? Warum ist hier eigentlich kein Mensch auf der Straße? Ach, da ist er ja. Nee, 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 nee. Das Spiel ist mir schon. Wo ist dieser Ball jetzt her? Warum ist eigentlich gefühlt kein Mensch hier zu Hause? Ich habe so viele Fragen im Kopf, ich versuche mir einfach nur abzulenken. Bye bye. Ich habe diese blöde Puppe endlich weggeworfen. Komm nach Hause. Oh nein, da steht die Frau da oben. Sieht aber jetzt nicht so gut aus. Oh! 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 Oh mein Gott. Wieso ist die Tür offen? Das will ich gar nicht wissen. Kann ich nicht gehen einfach? Komm nach Hause, ja. Oh, jetzt muss ich da rein oder was? Strange Neighbors, ja, wirklich komische Nachbarn. Das ist ja gruselig. Scheiße, was für Störung. Wer ist diese Frau? Will ich das herausfinden oder was? Warum muss ich denn immer so eine gestörte Scheiße spielen? Oder ist die Puppe schon wieder? Oh nein. Geht denn jetzt hier ab? Ich darf nur raus hier aus dieser Bude. Oh Gott, was ist das denn? Was ist da denn passiert? Eieiei. Ich hatte schon lange nicht mehr so doll Angst bei einem Spiel. Muss ich denn jetzt hin? Was muss ich denn tun? Ein Weg nach draußen, ja, und wie? Ja, hier so ein, es gibt mir ein bisschen Madison-Vibes. Spiel mit mir. Nee, ich will jetzt nicht spielen. Ich habe keine Zeit dafür. Nun scheiß drauf, ich gehe nach Hause. Ja, bitte. Wo war der nochmal? War das meine Wohnung? Nö. Mann, warum muss ich denn nur so eine gruselige Scheiße spielen? Mann, da kommt doch gleich wieder irgendwas. Ich will gar nicht hingucken. Na, endlich. Was zur Hölle? Hello, my old friend. Geh ans Telefon. Gleich, ich werde mal aufs Klo gucken. Muss meine Oma putzen. Irgendwas läuft ja schon wieder rum in dieser Bude. Bevor wir weitermachen, ich möchte erstmal gucken, wie weit wir schon vom Spiel sind. Also, wir haben jetzt gleich die halbe Stunde erreicht. Wir haben noch drei Achievements, okay. Sogar drei versteckte. Okay. Also wir haben noch drei Achievements, also drei Kapitel. Ja, ist ja mal gut hier. Hallo? Dima, wohin bist du verschwunden? Du bist vor 3 Stunden in dein Haus gegangen. Mein Zimmer liegt zum Innenhof. Ich habe dich den Müll rausbringen sehen. Ja, und jetzt? Ich ging zum Eingang und unser Nachbar im ersten Stock hat die Tür offen stehen. Ich nahm an, dass etwas passiert war und beschloss nachzusehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so viel Zeit vergangen war.
Von welcher Nachbarin sprichst du? Sie ist letzten Winter gestorben. Was? Bist du sicher, dass sie es ist? Anja, wo hast du diese Zwergenpuppe gefunden und warum hast du sie mir gegeben? Dima, geht es dir gut? Ich habe dir keine Zwergenpuppe gegeben. Nun, du hast die Schachtel mit der Zeichnung in der Tür stehen lassen. Dima, da ist jemand. Was zum Teufel ist das? Nein! Anja, was ist hier los? Was hast du gesehen? Anja hat aufgelegt. Muss raus aus dem Haus und was ist mit Anja passiert? Ach du Scheiße. Ach du Kacke, was ist das denn? Ich muss den Ton für mich leiser machen. Sonst. Ich höre zwar kaum noch Ton, aber ich krieg sonst wirklich einen Herzinfarkt. Was ist das denn jetzt? Das war davor nicht da. Hier zumachen oder so. Was ist das? Nee, 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 nee. Ich dachte, es ist hier schön Weihnachten und so. Ja, happy, happy Christmas, Merry Christmas. Ja, Pustekuchen. Nicht so Merry, happy Christmas hier. Gibt's hier wohl nicht. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Und ich will jetzt hier raus. Bitte, bitte helfen Sie mir. Ist hier irgendeine Notiz wieder oder sowas? Von der Sowjetunion noch. CCCP. Ah, da ist ein Zettel dran. Wie viele Messer habe ich in drei Schubladen in der Küche versteckt? Sehe ich doch nicht. Und die aufmachen? So, eins hängt da schon mal. Soll ich die mitnehmen oder was geht jetzt hier ab? Ach, wir haben eine Walking Simulator. Wir laufen durch. Oh, da ist der Stern. Wie der Messer habe ich in drei Schubladen in der Küche versteckt. Ist jetzt ein Rätsel, was ich machen muss? Ich kann ja so schon nicht rätseln. Dann noch unter Horrordruck hier. Denn hier Schubladen. Im Ernsthaft, was muss ich tun? Zwei, drei, vier, fünf. Muss ich das jetzt beantworten oder? Ach so, nee, da. Zähle bis fünf und gehe da nach links. Zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ich habe jetzt fünf gezählt. Ach da. Finde vier Weihnachtsbaumspielzeuge, wenn du durch die Luke gehst. Oh, jetzt müssen wir wirklich hier noch rätseln, oder was? Oh, es geht doch gar nicht auf. Ach so, da. Was ist denn der? Wie ist denn der PIN? Hätten wir uns da was aufschreiben sollen? 3, 5, 4, 3, 5, 4 und die 3 Wochen am Anfang. 3, 3, 5, 4. Puh. 3, 4. 4, 5. Drei.
5. 3, 5. 3, 5, 4. 3, 4, 5, 4. Was ist da vierstellig? 3, 4, 5. Fehlt da noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Oh, der ist ja auch weg jetzt, der komische. 3. 5. 4. 3, 5, 4. Es geht ja nicht. 3, 5, 4. Ich schaue mal kurz im Internet nach. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, also der Code ist 3654. Wo aber jetzt die 6 herkommt, keine Ahnung. 5, 4. Klettere durch die Luke. Ja, wie mache ich das nochmal? Ah, nee, so nicht. Ich habe kein Shift offen. Ach doch, habe ich. Oh, meine Güte, Mensch. Wollte schon sagen, nicht, dass jetzt so was passiert, aber oh Mann. Bitte. Nee, ich mache mir gleich in die Hose hier. Oh, was ist das denn überhaupt für ein Vieh? Warum muss das mich an Weihnachten heimsuchen? War das jetzt nur ein Code oder muss ich jetzt wirklich was suchen? Komm doch nicht rein. Warum nicht? Oh, bei Papa habe ich eine Brechstange gesehen. Ich will gar nicht hingucken. Ich will nicht hingucken. Ich verkürze gerade meine Lebenszeit für euch. Mann, das ist ja hier wie Madison schon. Ich bilde mir auch die ganze Zeit irgendwas ein hier. Ich krieg noch Halluzinationen. Kriegt noch Halluzinationen. Ich krieg noch Halluzinationen. Warum sind das so viele Geschenke eigentlich? Was ist denn hier bei Papa? Ich finde keine Brechstange. Es ist nur ein Messer. Hau doch ab. Langsam ist es nicht mehr lustig. Wo ist denn hier die Brech? Ist das hier nicht der Raum vom Vater? Wo ist die Brechstange? Mann, ich dachte, ich laufe hier nur durch. Jetzt muss ich auch noch ruhig rätseln. Ist hier vielleicht irgendwas? Nö. Mann, man kann ja nicht nur durchrennen. Das wäre viel schöner. Ist denn hier was? Die Abteilung von seinem Vater, oder nicht?
Aha, ich habe es weggenommen, Suche. Mann, ist der lustig. Könnt den ganzen Tag lachen. Geh am besten gleich in den Keller zum Lachen. Ach, da ist er ja. Ja, haha, ist lustig. Wird mich totlachen. Mann, er hat den Schmuck für den Weihnachtsbaum versteckt. Wer hat den versteckt? Brauchst du einen Bolzenschneider? Ich habe ihn im Schrank versteckt. Der gar nicht, er lügt mich an. Ach doch, da ist er ja wirklich, oder? Boah. Ja, aber das ist mir lieber als diese komische Frau da. Muss ich wirklich sagen. Vor der habe ich nämlich mehr Angst. Jetzt geht's ja endlich raus aus der Bude. Ja, lustig. Oh, jetzt klopft das ja auch noch im Spiel. Jetzt werde ich ja noch bekloppt. Ja, lustig, gruselig. Mann, ich könnte ja auch nicht so viel lachen hier. Da gleich wieder ein Jumpscare. Ich will gar nicht hingucken. Bitte, ich. Nee. Komm. Ist doch gut. Ja, haha, lustig, lustig. Jetzt sind wir wieder bei dir. Haha, lustig. Gib mir den scheiß Schmuck und ich hau ab hier. Spiel mit mir, nö, kein Bock mehr. Ich will noch hier spielt hier heute. Red doch wenigstens mit mir, du Hund. Dö. Ich könnte gar nicht so viel lachen. Lustig, der hier ist. Ja, jetzt kommt gleich wieder Jumpscare. Ich guck gar nicht hin. Er schreckt mich trotzdem auf. Was ist das denn? Nee, ich will das gar nicht sehen. Es ist mir zu viel schon wieder. Ja, guck. So gruselig bist du gar nicht. Haha, lustig, gruselig, Horror. Warum kann ich. Ah, der Tannenbaum ist ja da hinten. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Guck mal, jetzt haben wir noch Weihnachten gefeiert hier. Wish you a Merry Christmas. Ja, steh auf, warum? Warum steh auf? Dafür, verdammt, wie viel Uhr ist es? Hab ich nur geträumt, oder was? Oh, er spielt noch ein Spiel. Spielt er da Outlast? Was war das? Er spielt Outlast, oder? Bin ich verdammt nochmal eingeschlafen? Es war alles so real, aber ich hatte keine Kontrolle über das, was geschah. Aber die Puppe ist da. Guck mal, der ist ja auch erschrocken. Diese Wohnung treibt mich in den Wahnsinn. Так, вот это стандартная была стандартная скрема, стандартная. Eine Puppe, sie ist immer noch da. Неоднократно не раз видел такую, здравствуйте, да. Ich muss Anja anrufen. Ебать. Das war's oder was? Das war's. Er muss Anja anrufen und was soll mir das jetzt sagen? Dass er alles nur geträumt hat oder was wegen der Puppe? Oder wie? Soll ich das so verstehen? Oder kommt hier gleich noch was? YouTube-Kanal. Ach, der hat sogar einen Kanal. Summer of 80s. 50, 58. Ist denn wirklich? Ach, das ist ein Horrorspiel von denen. Und ist jetzt damit promoted hier oder was?
Ah, das sieht mir auch sehr gruselig aus. Sieht mir auch sehr gruselig aus. Das spielen wir nicht. Erstmal genug davon. Haben wir die deutsche Translation? Ich will mal gucken, wer das gemacht hat. Stand bestimmt schon da gerade, als ich geguckt habe. Ja, aber so die paar Sachen muss er noch übersetzen. Oder endet das Spiel noch nicht? Doch. Das Spiel ist zu Ende. Das war das Spiel? Also, ich bin ganz zufrieden eigentlich. Aber das war das Spiel? Wie lange haben wir? Keine 40 Minuten. Bestimmt, weil ich den Code hier so schnell durchgeskippt habe. Keine 40 Minuten. Na, ich sag mal so, für den schnellen Horror ist es gar nicht so schlecht, das Spiel. Also wer wirklich jetzt mal schnell Horror haben will, hier ein bisschen Peng, Peng, Peng. Dafür ist echt krass. Ich dachte, so kurzes Horror, vielleicht, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur kurz und so, das wird ja schon nicht so schlimm sein, das Spiel. Aber dass es sowas ist, Heidewitschka. Also bei Outlast habe ich mich auch manchmal erschrocken, aber nicht so doll. Es geht es vielleicht auch mal mit der Erwartung, mit der man reingeht. Und ich habe auch lange kein Horrorspiel mehr gespielt, deswegen bin ich nicht mehr so trainiert. Aber naja. Ich hoffe, ihr habt euch nicht. Ihr habt nicht schon ausgeschalten, weil ihr schon so Angst habt. Ich hoffe, ihr habt das Video bis hierhin geschaut. Wenn ja, schreibt doch gerne was in die Kommentare. Weiß nicht, schickt ein Horror-Emoji oder ein Totenkopf-Emoji. Um zu zeigen, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Schreibt gerne eure Meinung zum Spiel und ob ihr es selber spielen würdet oder ob euch das Video gefallen hat. Hat es euch Angst gemacht beim Zuschauen? Ich hoffe mal, weil ich hatte sehr viel Angst. Dann hatten wir also dieses Jahr zum Horror auch nochmal richtigen Horror hier an Halloween. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und die Glocke da. Wir sehen uns morgen dann beim Politiksimulator USA Präsidentschaftswahl mit Trump. Ist auch Horror, ja, ich weiß. Aber nicht so gruseliger Horror. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.